Oh, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der zur Beratung und Beschlussfassung vorliegende Antrag der Grünen ist sinnvoll und zu unterstützen. Und dabei kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum sich SPD und CDU gegen diesen Antrag aussprechen. Es ist doch sinnvoll für das Land Berlin, wenn ein gemeinsames IT-Nachnutzungs- und IT-Recycling-Konzept entwickelt wird. Es ist doch sinnvoll, im Rahmen eines solchen Konzepts landesweit geregelt und vorgegeben wird, dass zukünftig bei zu erwerbenden elektronischen und IT-Geräten auf eine Rücknahmeverpflichtung der Lieferanten geachtet wird. Dass darauf geachtet wird, dass solche Geräte fachgerecht wiederverwertet und entsorgt werden. Im IT-DAT-Ausschuss hat Staatssekretär Grömer bestätigt, dass in der Berliner Verwaltung jährlich 12.000 Geräte neu beschafft werden. Wir bekommen also eine Vorstellung darüber, wie viele elektronische und IT-Geräte im Jahr als Altgeräte entsorgt werden müssen. Und natürlich, Herr Birk hat es ja schon gerade angesprochen, war in diesem Zusammenhang zu erwarten, dass der Staatssekretär wieder einmal auch in diesem Zusammenhang auf die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung hinwies. Nun muss ich an dieser Stelle aus der Beantwortung einer Kleinen Anfrage des Kollegen Birk sinngemäß zitieren. Die Senatsverwaltung für Innen- und Sport hält ein einheitliches IT-Recycling-Konzept für wünschenswert. Na, da fragt man sich ja nun, welche Aussage gilt denn nun? Die Beantwortung der Kleinen Anfrage ergab, dass es längst nicht allen Senatsverwaltungen, ich nenne zum Beispiel mal die Wirtschaftsverwaltung, ein Entsorgungs- und Recyclingskonzept haben. Und für die Senatsinnenverwaltung wird folgende schöne Aussage getroffen. Zitat: Das IT-Recyclingskonzept ist in der Senatsverwaltung für Innen- und Sport und deren nachgeordneten Behörden unterschiedlich ausgeprägt. Allein diese Beispiele machen deutlich, wie notwendig ein gemeinsames Konzept ist. Staatssekretär Grömer verwies in der bereits erwähnten Ausschusssitzung darauf, dass sich die Verwaltung an die Landeshaushaltsordnung orientieren sollen. Hier bestehe insbesondere die Verpflichtung, wirtschaftlich und zweckmäßig vorzugehen. Aber ist es aus Sicht des Landes zweckmäßig und wirtschaftlich? Denn jede Senatsverwaltung, jede Bezirksverwaltung und jede nachgeordnete Behörde eigene Konzepte entwickeln? Nein, meine ich, ist es nicht. Schon aus dieser Sicht ist der Antrag der Grünen zu unterstützen. Und ich frage mich, warum SPD und CDU den Vorschlag nicht aufgreifen können, dass bis zu einem gemeinsamen landesweiten Recycling-Konzept noch brauchbare elektronische und IT-Altgeräte an Schulen, sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen kostenlos abgegeben werden. Die Linksfraktion wird jedenfalls diesem Antrag zustimmen.